Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren neuen Folge von ATS. Mit unserem einen der beiden neuen Auflieger, die wir uns jetzt letztens vor zwei Folgen, drei Folgen, vier Folgen, I don't know, gekauft haben. Den wunderschönen Dreifachauflieger hier. Müssen wir jetzt erstmal direkt aus der Nähe angucken, das Ding, das gute Stück. Auftrag haben wir auch schon. Für ganze 108 Euro pro Meile. Ah, das ist schon echt fett. Das scheppert richtig in die Kasse. Ja, ist doch geil. Wie gesagt, mit den verkrummten Dingern bin ich ehrlich gesagt gar nicht so zufrieden. Aber ich hoffe einfach mal, dass die verkrummten auch leistungsstärker sind als die anderen. Ja, das ist hier natürlich kompletter Bullshit. Zero Emission, no noise. Natürlich kompletter Bullshit. Weil wie wird das Ding betrieben? Entweder haben sie einen eigenen Tank, dann sind es Verbrenner, sie haben also Emissionen. Oder aber sie werden über die Bordelektronik betrieben. Sprich also von dem LKW. Naja, dann werden sie dort über die Bordelektronik betrieben und die läuft auch über die Lichtmaschine. Sprich also vom Motor aus. Also auch Emission. Also Zero Emission ist ja mal kompletter Bullshit. Oh. Gut, vielleicht auch Zero Emission, weil die Sachen gar nicht gibt's. Mein Leben war eine Lüge. Oh mein Gott. Ja. Wobei ich mich echt frage. Ich meine, ein so ein Ding über den. Über. Ne? Okay. Aber wenn drei so eine Dinger da. Kühlanlagen. Und dann auch noch relativ leistungsstarke. A, glühen uns die Kabel hier weg. Und B, glüht uns die Lichtmaschine weg. Ich meine, Lichtmaschinen von LKWs haben richtig Power, muss man dazu sagen. Aber wenn es im Sommer 50 Grad im Schatten sind, was in Amerika jetzt nicht so abwegig wäre, dann würde ich da nicht drei Auflieger mit einmal runterkühlen müssen. Das verbraucht bestimmt ordentlich Leistung. So, zuallererst mal meine Musik anmachen, ja? Ich wundere es gerade, dass es hier so flüssig läuft. Weil vorige Folge war ja eine richtige Stocker-Party. Da hatten wir ja nur gefühlt drei Bilder pro Sekunde oder so. Gut, das ist jetzt natürlich relativ dumm. Ah doch, wir sind von den Gleisen runter. Sehr gut. Über diese Ampel, die direkt hinter Bahngleise sind. Das ist so dumm. Ach, die stelle ich schon wieder. Also auch das mit diesen komischen verpackten, wo hier alles so verpackt ist, oder? Ich habe jetzt gerade Angst. Wir hätten doch hier schon diverse Probleme gehabt, oder? Ich weiß gar nicht mehr. Also zum Einsteig, wo das Auto da in der Straße drin steckte. Und da hatten wir noch irgendwelche anderen Probleme gehabt.
Also. So, das Schöne ist natürlich mit diesem großen Auflieger, werden wir bevorzugt behandelt. Das heißt, wir bekommen immer so eine leichten Stellplätze. Endlich legt die Schlampe auf, Alter. Die labert auch im Müll. Autsch. Oh, da müssen wieder Kommentare hageln. Und es pisst, willst du dich verarschen? Ist doch nicht wahr. Ah, siehst du, und wir werden sogar schon rumgedreht. Deswegen, mit dem Auflieger werden wir extrem bevorzugt behandelt. Das ist super geil. So muss das sein, ja? Endlich mal ein Auflieger, der meiner Klasse entspricht. So, hier müssen wir jetzt einen ganz großen Bogen machen. Verdammt! Oh, 22 Tonnen, okay. Naja, 24 Tonnen. 23 Tonnen. Irgendwas in der Richtung. Na, jetzt haben wir auch doch wieder starke Partie. Hatte mich schon gewundert. Bremst du mal! Holy shit! Ja, schaut das noch? Jawohl. Oh, jetzt ist aber schön bergauf hier. Digga, das wird immer steiler hier. Bei dir los. Ja, wir haben grün. Komm, das schaffen wir. Achso, wieder für E-Rechts abbiegen. Never mind. So, wo müssen wir uns jetzt hier einfädeln?
ganz rechts, na ja. Ich meine, wie stellen Sie sich das vor? Bei der Stelle jetzt gerade. Angenommen, ich hätte dem gefolgt und hätte den wirklich reinfahren, also auf die Wiegestation rauffahren sollen. Die warnen einen super spät. Da war ich schon links an dem anderen LKW auf der Höhe des anderen LKWs. Das heißt, ich hätte entweder komplett radikal bremsen müssen, damit ich mich hätte hinter ihn einfädeln können, oder ich hätte ihn so stark überholen müssen und dann wirklich direkt vor seiner Nase nach rechts ziehen müssen, damit ich die Ausfahrt noch bekommen hätte. Man könnte ja auch ein bisschen früher warnen. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie es im Echten ist, ob es einfach nur hier unrealistisch abgebildet ist. Aber hier zumindest ist es echt unmöglich, die Folge zu leisten teilweise. Ernsthaft? Hören Sie wieder rumkriechen hier. Wir haben bloß noch 10 Stunden. Na gut, andererseits müssten wir auch vor 20 Uhr da sein. Das heißt, es wird auf jeden Fall keine Nachttour. Ich hoffe nur, der Ring hört bald mal auf hier. Ja. Boah, Alter, voll Hotspot hier. Alles dunkel und dann so ein Gottes Erleuchtung.
Alter, die Wolken schieben sich da aber auch gerade zusammen vor uns, ey. Boah, sieht schon geil aus. Was ist denn schon wieder los? Ah, irgendwelche Elefanten rennen hier. Ah, Ring vorbei. Das Spiel ist wieder flüssig. Ja, 23.000. Right in the exit.
Schön, dass wir warten hier. Bleib da, bleib da. Hier sind aber viele Straßen, was hier los, ey. Straight on. Dann soll das für die Folge gewesen sein. Oder sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.